Hey, what a party. Let's change the world. 270,000 people here. Welcome all of you. I am with you. This is a very exciting moment. Even more than 2 million people watching us online. And we all living in one world. I just arrived from Germany and I love you. I'll be love here to be with you. And we all in the world, we have one common vision, a world without hunger, a world without poverty, and we need you all to give us support. Yes, together we are fighting for freedom and justice. We are fighting for a better world where people can work in fair conditions, where trade is free and fair, where we take responsibility for the future of the world, our environment, and the future of our children. People, Germany is with you. Let's watch. Germany is with you. Let's watch a message of the German Chancellor, Angela Merkel. I love you all. Thank you. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Global Citizen Earth Day, in den vergangenen 15 Jahren haben wir mit Blick auf die Millenniumsziele gemeinsam viel erreicht. Heute ist der Anteil der ärmsten Menschen an der Weltbevölkerung nur noch halb so hoch wie vor 15 Jahren. Auch beim Trinkwasser, bei der Hygiene und der Nahrungsversorgung gab es Fortschritte. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch viel zu tun bleibt. Denn weltweit leiden immer noch 800 Millionen Menschen an Hunger. 2 Milliarden Menschen sind mangelernährt. Auch die Kinder- und Müttersterblichkeit ist noch immer unerträglich hoch. Zudem sehen wir uns beim Umwelt- und Naturschutz vielfältigsten Herausforderungen gegenüber. Gerade deshalb ist 2015 ein wichtiges Jahr der Entscheidung. Die internationale Staatengemeinschaft will sich neue Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsziele setzen. Anders als bei den Millenniumszielen sollen alle Staaten, Industrie- und Entwicklungsländer, mit konkreten Zielvorgaben Verantwortung übernehmen. Deutschland, das derzeit die G7-Präsidentschaft innehat, unterstützt diesen Prozess. Auf die Tagesordnung unseres G7-Gipfels haben wir Themen wie Ernährungssicherung, Gesundheitsförderung und Meeresschutz gesetzt. Insbesondere zum Klimaschutz wollen wir wichtige Impulse mit Blick auf die UN-Konferenz aussenden. Diese Konferenz findet im Dezember in Paris statt. Dort wird die Entscheidung über ein künftiges Klimaschutzabkommen gefällt. Wir haben es gemeinsam in der Hand, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Wir haben es in der Hand, extreme Armut gänzlich zu überwinden. Globale Herausforderungen können auch nur global gelöst werden. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen erfolgreichen Earth Day.